Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Es gibt noch eine weitere Aktion übrigens, die aktuell läuft, bei der man insgesamt 10-mal verwobenes Schicksal gewinnen kann, was wirklich extrem cool ist. Einziges Problem bei der Sache, es bekommen nur 50 Leute dieses 10-mal verwobene Schicksal und allein auf Twitter machen insgesamt über 110.000 Leute mit. Was man machen muss, man muss auf Twitter gehen, diesen Tweet hier raussuchen und retweeten und ihnen auf Twitter folgen. Problem ist, wie gesagt, es gibt extrem viele Teilnehmer und es gewinnen 50 Leute. Also damit machen sie sich ein bisschen lächerlich, weil man fairerweise sagen muss, diese Aktion läuft auf vielen verschiedenen Plattformen und anscheinend auch in vielen verschiedenen Sprachen. Denn das hier ist zwar, glaube ich, die allgemeine Genshin Impact Seite, allerdings ist dieser Beitrag hier auf Deutsch und hier gibt es tatsächlich gerade mal nur 481 Teilnehmer. Also hier ist es genau die gleichen Regeln. Follow this account und retweet this post. Gut, das Bild ist das gleiche, aber oben steht, folge diesem Konto und teile den Beitrag mit Hashtag Genshin Impact Special Program und hinterlasse einen Kommentar. Und hier sieht man ja, es sind nur 486 Kommentare und nur 481 mal geteilt. Das heißt, aktuell gibt es nur 481 Leute, die diese Bedingung erfüllen. Das heißt, jeder Zehnte wird hier tatsächlich gewinnen und 10-mal verwobene Schicksal bekommen. Also hier hat man tatsächlich eine recht gute Gewinnchance von ungefähr 10%. Auf Twitter jedoch hat man eine Gewinnchance von ungefähr 0,0002%. 0,002%. Aber ist egal, auf jeden Fall eine verdammt geringe Chance. Also es ist crazy, ja, muss man wirklich sagen. Und ja, aber man kann ja trotzdem mitmachen. Ich meine, es dauert ein paar Sekunden. Das ist, denke ich mal, nicht das Problem. Aber viele Leute halt auch hier, ich meine gleich die erste Reaktion, I was like, what? Then I saw 50 winner. Also, wow. Also, so hat es sich wirklich angefühlt und ich meine, es ist ja auch lächerlich. Also, das verstehe ich halt echt nicht. Ich meine, sie müssen ja auch nicht 10 machen, sie könnten auch 3 machen. Für jeden, der es teilt mit dem Hashtag, innerhalb, es geht übrigens bis zum 10. Januar, wie ihr sehen könnt, also ihr habt noch ein paar Tage Zeit dafür, aber dass sie jedem dann einfach entweder 1 geben, der es auf jeden Fall gemacht hat und 50 Leute kriegen statt 1 10 oder halt jeder kriegt 3 oder so und dass man halt den Hashtag teilt und direkt seine UID oder so. Gut, wobei ich mir vorstellen könnte, auf Twitter und so ist das tatsächlich relativ schwierig, das rauszufinden. Aber da muss man es halt irgendwie mit dem HoYoLab verknüpfen oder so. Keine Ahnung. Also es ginge schon, ne? Es ginge schon, wenn man wollen würde, hier jedem sowas zu geben. 50 Leute ist halt echt extrem wenig. Ja. Aber kann schon sein, dass einer der Gründe einfach die Durchführbarkeit des Ganzen ist, dass man nicht 50 Millionen Leuten hier nachgehen kann, um denen hier die Sachen zu schicken. Trotzdem eine coole Aktion und solltet ihr einer der glücklichen Gewinner sein, wird es euch auf jeden Fall extrem helfen, bei den kommenden Rerun-Bannern euren Charakter zu bekommen, den ihr haben wollt. Und damit sage ich auch schon wieder danke euch fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.